Und hoppla hopp. Das war eine taktisch sehr, sehr dumme Entscheidung, mein guter Herr. Mann, die haben wir aufgerieben. It feels like everyone is trying to trump me. Kind oder envious? Ich glaube, wir wollen eigentlich envious. Ja, für ein bisschen mehr Intrigue. So. Ich sollte auch einen Überblick darüber haben, wie lange ich schon aufnehme, aber das habe ich natürlich wie immer nicht. Aber ein paar können wir schon noch einnehmen. Mehr als ich schneiden muss, kann nicht passieren. Ah, Victory. Surrender comes sooner. So, offer peace. Nein. Jetzt aber. Nehmen wir gleich das. So, Vassalization, bla bla. One title can be created. Duchy of Westland. Kostet uns das Geld? Ja. Dammit. Es kostet uns nämlich nicht wenig Geld. Ich glaube, es wird uns früher oder später nichts anderes überbleiben, als zu raiden, weil wir sonst dann kein Geld kommen werden. Ja, vielleicht wollen wir es jetzt noch gar nicht createn. Ha, stimmt, wir können ja allen Leuten auch vorschlagen, einfach unsere Vasallen zu werden. Offer Vassalization, aber das nehmen sie nicht an. Okay. Ja, createn wir diesen Titel jetzt mal nicht, sondern, wie immer, dismiss, dismiss. Army of King Harold. Ich frage mich wirklich, woher die kommt. Das sind nicht meine persönlichen Levies. Es sind offenbar keine Mercs. Es sind keine Holy Orders. Es kommt vermutlich irgendwie von hier. Laws, Laws, Laws. Okay, wir haben vorher gesagt, wir müssen auf Gabelkind bleiben. Das heißt, unsere Titel werden alle aufgeteilt zwischen unseren Kindern. Was für ein kleineres Reich gar nicht mal so schlecht sein muss, eigentlich. Feudal Taxation. Ja, weil unsere Vasallen uns mögen, könnten wir denn eigentlich gleich ein paar Steuern reindrücken. Ja, genau. Eigentlich sollten wir euch mal alle platzieren. Cultural Tech. Scheme, Scheme, Scheme. Investfold. Nein, du sollst nicht Investfold researchen, du sollst hier researchen. Und du machst derweil eigentlich nichts. Ist niemand besseren? Nein, niemand besseren. Das hätte ich natürlich vorher schauen sollen, nicht Trottel. Da gibt es einen besseren, allerdings ist das meine Frau. Also, lassen wir mal sie in Control und du als mein Seher bist sowieso super. Okay, wir sind auf 48%. Das ist schon mal ganz gut. Obwohl wir, glaube ich, auch nichts dazu beitragen. Realm Seers. Was macht sie? Ah, die können mir Piety geben. Tempo. Und zwar wie? Church? Ah, Piety to Leash. Tatsache. Ha, cool. Ja, ich spiele tatsächlich noch immer mit dem Gedanken, hier einfach irgendwas zu bauen, damit ich mehr Geld mache. Aber ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise. Ich glaube, ich werde einfach auf Überfall setzen müssen. Gut. Aber jetzt nehmen wir mal die beiden Teile hier noch ein, weil die sind beide unabhängig, soweit ich das noch sehen kann. Ja, passt. Also fangen wir mal mit dir an. Ich muss sagen, dieser unendliche Nachschub an Kriegsgründen ist wirklich sehr, sehr nice. Ja, der Ray ist nicht mal eine Armee. Ach, weil er keine hat, jetzt hat er erst eine. Okay. Dann warten wir mal ab, wohin er geht. Okay. Da werden wir mal aufpassen. Oh, seriously? Jetzt aber. So, Master Rough Terrain. Focus on Cavalry.
Ja, so viel Kavallerie haben wir eigentlich gar nicht. Focus on Lightfoot. Wir haben relativ viel Lightfoot. Wir haben auch viel Heavy. Wir haben sehr, sehr viel Heavy. Ja, plus 20% Heavy. Wenn ich sonst nur gerade mal 60 Pferde habe, dann nehme ich lieber plus 20% auf meine über 600 Heavy Infantry. Danke sehr. So, dann nehmen wir hier Hordenland ein. Magier Nomads no more. The King of the Magiers, Arped, has decided to settle down in the... Ah. Das wären... Magier werden die Ungarn werden, früher oder später, oder? Ja, Hungary. Cool. Okay. Henry, Pagan. Okay, nice. Oh, wir haben eine Tochter. Es wurde auch Zeit. Ist sie zufällig Quick? Nein, weil wir haben eine Chance, unser Quick weiterzugeben. Das ist eine angeborene Fähigkeit. Aber dann halt nicht, dann ist sie halt nutzlos. Ist es tatsächlich meine Tochter von meiner Frau? Ja, okay. Eh gut. Dass mir jetzt irgendwie meine Konkubine irgendwas versaut. Was macht denn eine Konkubine eigentlich? Ich meine so den lieben langen Tag. Konkubinage. Ah, okay. Das heißt, es sind keine Bastarde an sich. Und ich nehme an, ich kriege auch einfach einen Teil ihrer... ihres Stewardships und so weiter. Oder nicht? Weil wie komme ich denn sonst bitte auf 28 Stewardship? Haben meine Counselors alle so viel? Na egal. Be that as it may. Was gehe ich unten ab? Ah, okay. Rebellierendes Reich. Soll sein. So, offer peace. Enforce demands. Okay. Hä? Verstehe ich nicht. Es hieß doch, ich muss das in einem Friendly Territory machen. Wenn ich die jetzt also hier zu Lootern mache, dann rampagen sie durch mein eigenes Land, oder was? I do not understand how this works. Und ich fürchte, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Nämlich sie einfach mal zu Lootern zu machen. Okay. Sending this unit to be a looter. Will allow it to loot the provinces and holdings. Ja, das, nein, das ist sowieso unnötig, weil ich ja nicht in andere Provinzen will. Und wieso führe ich mein eigenes Heer nicht an? Wenn ich mal fragen darf. Eigentlich sollte ich die Flanke hier anführen, weil das sind am meisten Männer. Dann brauchen wir hier noch 13 und hier 11. Wir haben euch mag nicht mehr. Du. Gut. So, wenn ich dir vorschlage, mein Vasall zu werden, bist du sehr beeindruckt von meiner Power, aber ich bin nicht dein Liege, du magst mich, das ist natürlich eine Möglichkeit, da irgendwie was zu machen. Wow, du hast ein paar Söhne. Guter Mann. Okay, na egal. Ja, jetzt disbanden wir die auch mal. Ich will mal sehen, was... All Special Event Troops will be disbanded. Ne, okay, scheinbar habe ich nämlich keine Möglichkeit, die dann wieder zurückzukriegen, wenn sie Special Event Troops sind. Oder was weiß ich. Subjugation of Norway. Das nervt tatsächlich, dass man dafür noch immer die Levies unraisen muss und wieder raisen. Das hätte man irgendwie schon besser machen können. Ich meine, wenn ich schon weiß, dass ich ungefähr jedes Jahr einen Krieg ziehe, wäre es einfach nett gewesen, das irgendwie schneller machen zu können. Aber Mann, meine Armee ist echt nicht schlecht. So, jetzt werden wir jetzt erstmal euch angreifen. Ihr müsst da außen rumgehen. Warte, wenn ich hier hingehe? Ah, da kann ich von oben gehen. Okay, dann gehen wir doch zuerst mal. A blow was struck. You should invest in a technology. Aha. Cool. Okay. Dann
Wollen wir das? Ich glaube, wir wollen einfach das. Weil wir wollen ja früher oder später. Früher oder später. Red News, die wir die ganze Zeit aktiv haben können, oder? Oder wollen wir das nicht? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Nein, warte, wir werden es was anderes machen. Popular Customs, nee, das brauchen wir jetzt nicht. Legalism, nein. Construction. Build Cost Modifying. Trade Practices, Trade Value, Improved Keeps. Siege Equipment. Siege Equipment hört sich doch gut an, Ladies and Gentlemen. Siege Equipment. So, da unten verlieren wir mal, aber das ist mir relativ blunzen. So, bin gespannt, wo es als nächstes hingeht. Kommt er zu mir? Oh, genau. Nein, er geht weiter runter. Okay. Das könnte ein Problem werden. Wir müssen nämlich schneller sein als er. Ihr Mandrake Hallentrende. Oh! Ich habe einen Sohn von dir. Ich hoffe, du weißt das. Kann ich dich vielleicht gleich noch ransomen? 26 Gold. Ah, ja. Sehr viel mehr würde nicht wert werden. Oder? Lass ihn mal ein bisschen hängen. Also, hängen. Ungute Wortwahl. Okay, Offer Peace. Nein. Na, dann müssen wir wohl das Zeug, das du eingenommen hast, wieder zurückerobern. Oh. Goddammit, das habe ich übersehen. Jemand will Asa Hatshepsut killen, wer auch immer das ist. Oh, meine Tochter. Ja, das kannst du mal vergessen. Die werden wir nachher einsperren, sobald der Krieg vorbei ist. Oder nein, wir sagen mal, es soll ein Plot enden. My scheming was obviously misdirected. Ja, das war's. Und sei froh, dass ich gerade keine Zeit habe, dich hinzurichten. Mann, das dauert aber. Ich glaube, meine Armee ist tatsächlich zu groß, um sich hier noch gut bewegen zu können in diesen Ländern. So. Jetzt nehmen wir mal alles wieder ein, was er zuerst erobert hatte. Ja, seine Armee ist aber schon zu klein, um überhaupt noch anzugreifen, also. Aber jetzt wird das Ganze schnell gehen. Ich glaube, er versucht wieder in sein Heimatland zu kommen, aber da werden wir jetzt in den Weg abschneiden, sobald er dort hockt. Beziehungsweise ihn einfach angreifen. Oder wir bleiben einfach hier und warten, bis das auf zum Beispiel 91% geht. Nope. Okay. Greifen wir mal an. Ja, da werden wir nicht erwischen. Das wird jetzt in Vor- und Zurück, indem wir früher oder später gewinnen werden. Siege Equipment, Cavalry, Shipbuilding, bla 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 bla. Improved Keeps. Das unlockt alle möglichen... Oh, mehr Temple Tax. Oh, mehr City Tax. Mehr City Tax. Das nehme ich doch jederzeit. Und dann überfallen wir hier noch Kinswick. Offer Peace. Ja, und jetzt haben wir den Sohn gratis freigelassen. Gerade dem, ich hätte ihn verkaufen sollen. Naja, egal. Gut, also meine Garde, die ich irgendwann mal durch ein Special Event gekriegt habe, dürfte jetzt eh draufgegangen sein. Okay. Ostland schaut schon mal nicht so schlecht aus. Wie schaut's aus mit ganz Norwegen? Wenn wir noch eine Provinz einnehmen, sind wir auch über 50%. Aber wir brauchen zwei Duchy-Titel, das heißt, wir müssen uns diesen Titel holen, der uns wahnsinnig viel kosten wird. Ja, aber machen wir es mal. Dafür kriegen wir Prestige. So, wir sind jetzt Jarl. Auch noch. Wir sind Petty King und Jarl. Gut, und was überfallen wir als nächstes? Das schaut relativ stark aus. Alles hier.
Warte, was gehört denn alles noch zu Norwegen überhaupt? Was ist mit dir? Oh, du bist... Ah, das sind nur zufällig ähnliche Farben, aber ihr seid beide unabhängig. Das ist natürlich besonders gut. Da gehören einem Typen zwei, das wäre natürlich noch besser. Ja, machen wir gleich das. Außerdem bist du gerade in dem Krieg, wie ich sehe, oder was? Oder wie oder was? Attacking. Mhm. Subjugation of Denmark. Ja, das geht sich ja perfekt aus. Dann fallen wir nämlich gnadenlos in den Rücken und sammeln uns gleich hier. Weil du wirst sicher keine neue Armee aufstellen, also... Du wirst höchstens von unten aus Dänemark kommen. Das könnte natürlich ein Problem werden, früher oder später. Mein Sohn ist slow. Ah, oh Gott. Ah, und er ist natürlich mein Erbe. Ich meine, es ist zum Beispiel zum Glück Gavelkind, deswegen kriegen alle meine Kinder was, aber trotzdem. Er kriegt den Haupttitel. Okay, wir investen. In was investen wir diesmal? Cultural Flexibility, nein, wollen wir nicht. Majesty, wollen wir eigentlich auch nicht. Military Organization, wieso nicht? Können wir jetzt eigentlich Retinues? Könnten wir? Nein, könnten wir nicht. Okay, da sammelt sich mal meine Armee. Kommt die Armee schon aus dem Süden? Ich weiß nicht mal, ob ihr noch eine Armee habt. Es kann sein, dass er ja gerade dabei ist, den Krieg zu verlieren. Schaut aber nicht so aus. Schaut ganz gut aus sogar für ihn. Weil das ist der Typ, gegen den wir kämpfen. Hakon of Normrau. Okay, meine Konkubine ist schwanger. Jetzt werden wir gleich sehen, was das bedeutet für uns. Wenn sie dann ein Kind, wenn sie dann ein Kind hat. Okay, Independence Faction. Wer bist du? Du bist, ich sag dir was du bist bald tot, wenn du so weitermachst. Schauen wir mal. Du bist der Typ mit den vielen Kindern. Ich konnte dich noch nie leiden. Okay, da will aber niemand mitmachen bei meinem lustigen Tötespiel. Goddammit. Okay. Permission to Runestone. Aha. To chronicle your exploits. Okay, hold a great plot. At peace, okay. Non plots, ja, dass ihr euch gegenseitig killen wollt, ist mir eigentlich wurscht. Das könnt ihr gerne machen. Schon wieder! Goddammit! Cultural Advances, ja, dann nehmen wir Majesty, weil da haben wir eh noch nichts rein investiert. Das sollte mal eine Zeit lang reichen. Gut! Dann gehen wir mal noch ein bisschen weiter nach Norden. Das ist natürlich einfach Pech für ihn. Hätte nicht so overextended Richtung Süden und versucht irgendwas in Dänemark zu reißen oder in Holland, ich weiß es nicht mehr. Title Loss on Succession. Ach, weil ich ein Konkubinenkind habe, oder was? Child of Concubine. Mhm. Ja. Das ist ein Problem, das ich mir erst in der Zukunft antun werde. King Hakon of... Holy shit, er hat gewonnen! Okay, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Riesenproblem. Wir könnten das annehmen. Dann würden wir allerdings jede Menge verlieren. Ah! Becomes independent. Chief of Trendelock. Ja, lassen wir dich mal independent werden. Wir können dich ja jederzeit wieder zurückerobern.
Aber jetzt im Moment kann ich mir keinen Independence-Krieg leisten. Bitte. Das ist mir relativ egal. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe gerade ein bisschen andere Probleme, Leute. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich Probleme habe. Vermutlich habe ich Probleme. Früher oder später. Kommt aber irgendwie noch nicht mit seiner großen Armee. Vorausgesetzt, er hat eine große Armee. War Knowledge, okay. Ja, ich werde meine Tochter mal selbst erziehen, weil sie ist zumindest nicht das dumme Kind in der Familie. Dass du nach Norden fließt, passt mir perfekt in den Kram. Schon wieder eine schwange Konkubine. Ah, jetzt hat er alles verloren wieder, oder was? Oder wieder was? King Haakon of England. Ach, das gehört noch ihm, oder was? Das gehört ihm. Und der Rest ist jetzt irgendwie autonom geworden. Okay, soll sein. Na gut, dann habe ich eh kein Problem hier oben. Da hätte ich mich auch auf diesen Unabhängigkeitskrieg hier einlassen sollen. Aber was soll's? Ich habe hier unbegrenzt Casus Belli, insofern. So, offer peace. Komm, komm. Chop, chop. Könnte es das auch? Nein. Goddammit. Gut. Da sind wir schon mal ein Stück weiter gekommen. Oh. Oh ho. Ah, Military. Dismiss. Dismiss. Krieg erklären. Tja, da schaust blöd, ha? Huh? Ach, wie gedacht, dass er da tatsächlich Unabhängigkeit gewinnt. Lustige Leute. Okay, sammeln wir euch mal, sammeln wir mal halb. Damit das nicht wieder so ein Tau ziehen wird wie beim letzten Mal. Ja gut, also den einen werden wir mal wieder disbanden, bis du irgendwo. Ja, die neuen hätte ich auch gleich noch disbanden können. So. Auf euch marschiert jetzt mal der Gegner zu, das ist schon mal gut. Wir gehen dabei daher. Study Organization Organizer. Movement Speed. Unpredictable Leader. Never Surrender. Nee, ich bin für Organization. Mit diesem besseren Movement Speed können wir nämlich vielleicht tatsächlich mal Armeen verfolgen. Erfolgreich. Gut, die eine Hälfte der... Ja, wir waren vor ihnen dort. Wie geil. Roth. Wieso eigentlich nicht? The Kid Show Spirit. Wohin flieht sie? Kurskus? Ah, da. Okay. So. Könnt ihr es endlich drauf gehen, bitte? So, imprisoned. Diesmal machen wir den Fehler nicht. Diesmal werden wir dich sofort freilassen, falls jemand für dich zahlen will. Ja, 96 Gold. Ja, wir werden das Gold leider brauchen. Sonst bin ich immer dafür, Leute einfach nur so freizulassen für den Relationship Boost. Aber in dem Fall werden wir wirklich das Gold brauchen, wenn wir es jetzt zum König von Norwegen erklären. I name your pretender. I will not be blackmailed. Jetzt im Moment können wir uns das sowas von leisten. Hier noch einen Krieg mit Oppland anzufangen. Wir werden zuerst mal dich in die Pfanne hauen. End plot. To the dungeons. To the window. To the wow. Da nehmen wir noch ein bisschen Geld. Was? Bist nicht bereit? Na.
Macht's mal weiter hier oben. Wir müssen immerhin noch ein paar Verräter totschlagen. So, machen wir euch zur Grande Armee. So, jetzt aber. Du kommst wieder zurück zu uns. Hoho. Neuer Dachi-Titel. Und dann hauen wir uns mal nach Oppland. Und ich sehe schon, der Movement Speed hat sich sowas von komplett ausgezahlt. So, wollen wir zuerst belagern? Nein, wir wollen zuerst aufs Maul hauen. Ups, was? So, Oppland verfolgen. Totschlagen. Du hast keine Armee mehr, mein guter Mann. Und jetzt nehmen wir Oppland ein. Damn them all to hell. Sollte möglich sein eigentlich, dass wir den... Was? Wir werden ihn nicht einsperren? Ich dachte, wir werden ihn auf jeden Fall einsperren und ich werde ihm seinen Titel wegnehmen, dem Drecksack. Aber dann halt nicht. Dann halt einfach nicht. So. Ah doch. Sehr gut. Können wir den Titel revoken? Ja. Weil du ein Verräter bist. Gut. Two titles can be created. Kingdom of Norway. Okay, ja, dafür werden wir jetzt mal unser ganzes Geld, unsere Paldi rausschmeißen. Shazam! Sehr schön. Ach, wenn wir das Geld schon haben, nehmen wir auch noch einen Duchy-Titel. Wieso denn nicht? Oh ja, und da können wir gleich die Jury Claims pressen. Ach, ist das schön. Gut, dafür, dass ich gesagt habe, dass das Ziel des Let's Plays wird, Norwegen einzunehmen, das ging erstaunlich schnell. Okay, also Eroberungen sind nicht das Problem der Norse. Das kann man nicht sagen. Ich werde jede Menge Titles verlieren, aber vielleicht kann ich da was machen. Naja, kann ich nicht, weil ich ja noch immer... Weil ich ja noch immer ein verdammter Heide bin. Aber ich kann die Crown Authority mal hochschrauben. Schauen wir mal, wie sehr mich meine Vassals mögen. Ja, die Leute lieben mich. Sie lieben mich. Okay, Limited Crown Authority. Damit kriegen wir schon mal wesentlich mehr Vassals. Yeah! Fulfilled the ambition to become King of Norway. 1000 Prestige. So, sonst noch eine Ambition, Mass Wealth. Damit könnten wir Stewardship bekommen. Ja, solange es sonst keine Ambition gibt, nehmen wir das. Gut. The Lords of Norway have approved. Sehr gut. Schauen wir mal an, wie viele Leute wir jetzt ungefähr... Okay, jetzt sollten wir vielleicht eh mal ein bisschen abkühlen lassen, das Ganze, damit sich hier die Levies wieder auffüllen können. Und uns überlegen, was wir beim nächsten Mal anreißen. Ich werde jetzt mal das Video dann beenden für den ersten Part. Vielleicht zwei Parts, aber ich glaube, so lange habe ich nicht gespielt. 7:42. Dreiviertel sechs, gut. Ja, wenn wir mal aufhören. Wenn wir mal aufhören, dann funke ich ein Video. Ein langes Video. Gut, schauen wir uns mal die Welt an. Ich meine schon 880. Also, Norwegen gibt's. Die Typen arbeiten hart daran, Schweden zu machen. Kann ich mich eigentlich gleich auch noch... Ja, Empire of Scandinavia gibt's tatsächlich noch. Schön. Okay, hier oben ist alles soweit unverändert. Hier ist alles soweit unverändert. Kumania, Jagdbund... Hier habe ich mich sowieso noch nie ausgekannt in diesem Teil der Welt, muss ich ehrlich gestehen. Das Byzantine Empire schaut noch richtig stark aus hier. Italien schaut noch richtig stark aus. Jetzt sollten wir langsam in die Zeit kommen des Heiligen Römischen Reichs eigentlich. Es könnte sogar sein, dass sich jetzt natürlich nie das Heilige Römische Reich formieren wird. Was schön ist, weil das immer so ein starrer Machtblock in Zentraleuropa war. Wenn es das nicht gibt, dann wird das Spiel ganz, ganz hart verändern. Ja, und hier, das ist alles noch... maurisch-muslimisch. Da gibt es nur Asturia. Und auch noch immer kein England. Und natürlich auch noch immer kein Irland. Das sowieso nicht. Ja, sehr geil. Okay, bis zum nächsten Mal werde ich mir mal anschauen, wie genau das mit dem Raiden läuft, damit wir auch das mal hinkriegen. Wir werden uns jetzt, nachdem wir Norway schon geeint haben, ich meine natürlich früher oder später, wenn wir die beiden noch einnehmen, jetzt eigentlich, wo ich drüber nachdenke, Offer Vassalization. Denke ich mal, ja. Ich
kann ihnen einfach sagen, sie sollen meine Vasallen werden. Nee, dir nicht. False Religion. Oh! Okay, du bist einer von diesen Finnischen. Aha, läppisch, ja. Can raid neighbors. Ja, dann werden wir mal an dem im nächsten Video das ganze Raiden ausprobieren. Und dann schauen wir mal, was wir noch anstellen. Wir haben wenig Geld, aber jede Menge Prestige. Das ist soweit schon mal gut. Wir sind König. Innerhalb von einem Video geworden. Hammer. Okay, auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Addon. Spielt sich komplett anders als der Rest von Crusader Kings. Einfach weil man jetzt wirklich, wirklich offensiv sein kann. Und ja, wir werden uns früher oder später damit anfreunden müssen. Oh, wir haben eine Holy Site unter unserer Kontrolle. Schön. Unter unserer direkten Kontrolle, meine ich damit. Nice. Wo steht die? Was? Sjaland. Okay. Irgendwo hier unten und die steht wo? Achso, nein, die steht da unten und die steht wo? Hier, okay. Gut, also ich glaube, wichtig ist es zuerst mal, die ganzen Holy Sites unter Kontrolle von irgendeinem Norse zu bringen. Und dann, wenn es natürlich wir schaffen, drei unter unsere persönliche Kontrolle zu bringen, das wäre super, weil damit würden, nehme ich mal an, wir den Papst unter Anführungszeichen bestimmen. Oder den Phil Kirate. Den guten alten Phil Kirate. Okay. Oh. Sehr schön, weil die Moral Authority so hoch ist, nehme ich mal an. Geil. Levy Size, Red New Size. Schön. Schön, 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 schön. Successful County Conquest, 11%. Failed County Conquest, 1%. Failed Prepared Invasion. Ja, Prepared Invasion, das sollte ich mir auch noch anschauen. Infidel Temples Looted, 1%. Ha, wie geil. Ah, cool. Ja, das werden wir auch mal machen. Hier in der Finnmark, ah, hier gibt es keinen Tempel. Okay, dann halt nicht. Na gut, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, Leute. Ciao.